So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill am Mittwoch, den 7.8.2019. Und der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der wird uns heute selbstverständlich begleiten. Wir werden also zwei, drei vielleicht ganz interessante Beobachtungen auch mal einfließen lassen. Eine, auf die ich gestern aufmerksam geworden bin, von einem großen Vermögensverwalter, Investmentbank aus Finnland eben tatsächlich. Die hat eine sehr, sehr interessante Betrachtung eingestellt, die auch nicht unbedingt Gutes erahnen lässt hinsichtlich der weiteren Maßnahmen hier seitens der Chinesen, den Wechselkurs der chinesischen Yuan zu stabilisieren. Daraufhin deutet auch das Fixing, welches wir jetzt über Nacht zu sehen bekommen haben. Gestern hatten wir kurz darauf verwiesen, ja, dass eben diese Stabilisierung oder dieses Rausnehmen der Hitze gerade aus dem Handelskonflikt dadurch abgelesen werden könnte, dass die Chinesen eben das Wechselkursverhältnis zum chinesischen Yuan wieder unterhalb der Erwartung fixiert haben, also darauf hindeutet, dass sie eben den chinesischen Yuan erstmal zunächst nicht weiter abwerten, Querstrich abwerten lassen. Was ich damit meine, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aktuell sind Equities einigermaßen stabil. Wir sehen den DAX in der Vorbörse oberhalb von 12.600 Punkten. Da werden wir natürlich auch gleich darauf eingehen. Und ganz besonders werden wir darauf eingehen, auf die Überraschung. Ich hatte es gestern schon angedeutet und es ist ein Action-Event geworden, überraschenderweise. Die Leitzinsentscheidung der RBNZ, der Reserve Bank of New Zealand, die hat nämlich den Leitzins nicht nur um 25 Basispunkte wie erwartet gesenkt, sondern gleich um 50 Basispunkte. Und darauf wollen wir natürlich auch einen Blick werfen, denn das ist eigentlich kein besonders gutes Signal generell. Auch das hat entsprechende Auswirkungen selbstverständlich auf die anderen wie soll man die nennen, tasmanischen Währungen, ja, wie zum Beispiel den Australdollar, der ebenfalls stark unter Druck geraten ist. Bevor wir allerdings beginnen, wie gewohnt natürlich der Blick auf den Risikohinweis, der Handel mit Devisen CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet und Tickmill bietet keine Finanzberatung an. Die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar, sind nicht als Anlageempfehlung oder sonst dergleichen zu verstehen. Das waren jetzt die ersten zwei Sätze des Risikohinweises, den kompletten Risikohinweis auf der Webseite von Tickmill. Und dann wollen wir auch gleich hier der Vollständigkeit halber den Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender, oh, ich sehe gerade übrigens, ich hätte das Datum vielleicht oben auch anpassen sollen, das werde ich jetzt ganz kurz tun. So, einen Moment, 07. So, das ist heute der 7. August und wir sehen, alles in allem, auch heute, ein verhältnismäßig dünner Wirtschaftsdatenkalender. Sicherlich spannend. Wir können auch gleich auch mit Sicherheit mal kurz einen Blick drauf werfen, auf den Dollar zum kanadischen Dollar. Da werden heute Nachmittag sicherlich ganz interessante Zahlen veröffentlicht werden, um 16 Uhr. Also das ist Londoner Zeit übrigens hier. Ja, das heißt, da müssen wir eine Stunde dann draufrechnen, um mitteleuropäische Sommerzeit zu erhalten. Da kommt der Ivy PMI, der veröffentlicht wird. Sollte der unter der Erwartung veröffentlicht werden, könnte das zu einer Bewegung im Dollar, kanadischen Dollar zurück über die 1,33er Marke realistisch führen. Das allerdings auch so für den Devisenhändler dann. Das ist wahrscheinlich spannendste Event für den heutigen Tag. Alles andere ist verhältnismäßig dünn weiterhin, so wie die gesamte Handelswoche im Grunde genommen relativ dünnen Wirtschaftsdatenkalender hat. Auf diese Geschichte hier, auf die RBNZ Interest Rate Decision bin ich schon eingegangen. Wie gesagt, vorher bei 1,5%, erwartet 1,25% und dann veröffentlicht oder jetzt gesenkt den Leitzins auf 1%. Das ist natürlich ein klares Indiz. Wir sollten immer berücksichtigen, und das ist genau der Punkt, weswegen das auch so dramatische, fast schon Auswirkungen auf den Australdollar auf breiter Front hat. Die RBNZ oder beziehungsweise der Neuseeland-Dollar generell, die Handelsbeziehungen zwischen den Chinesen und Neuseeland, die sind natürlich sehr intensiv, genauso wie auch zwischen Australien und China. Also China ist der größte Handelspartner Australiens, nachvollziehbarerweise durch einfach die durch die Geolage. So, die nennen es einfach Geolage. Demnach ist das nachvollziehbar, aber was besonders erwähnenswert natürlich in dem Zusammenhang ist, das Haupt, also der Haupthandel zwischen Neuseeland und China, der bezieht sich meines Wissens nach auf den sogenannten Soft-Commodity-Bereich. Also das betrifft beispielsweise ganz besonders Milchprodukte, nur um da mal eins zu nennen. Deswegen sagte ich ja gestern auch, dass da die Milchpreise immer eine sehr, sehr gute Indikation tatsächlich darstellen für die Inflation, auch in Neuseeland generell. Vielen Dank. Werner schreibt gerade geografisch. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Vielen Dank.
Und im Falle zwischen den Chinesen und Australien ist der Haupthandelsbereich eben Hard Commodities. Also wir wissen zum Beispiel, Eisenerz ist da eine ganz, ganz wichtige Indikation auch für zum Beispiel die Stabilität auch des Australdollars. Und demnach kommt es natürlich bei solch einer jetzt überraschend stark aggressiven Zinssenkung und vor allem auch die eigentlich fundamentale Situation in Neuseeland, die ist eigentlich relativ solide. Also wenn man sich die Inflation anschaut, wenn man sich die Arbeitssituation, also den Arbeitsmarkt dort betrachtet, es gibt eigentlich nicht wirklich viele Gründe für einen solch aggressiven Cut, außer er ist antizipatorisch und dann sind wir relativ zügig bei der Argumentation, die Fed auch gewählt hätte, vermutlich, wenn sie einen ähnlichen Schritt dort vor einer Woche getätigt hätte. So, wie gesagt, darauf gehen wir dann gleich entsprechend ein. Wir wollen jetzt zunächst einmal kurz in die Märkte hier rüber switchen. Wir sehen auch jetzt gleich die dort. Das ist nicht dargestellt. Ich habe auch einen guten Grund dafür. Da muss ich nämlich gleich den ganzen Chart nicht nochmal neu herstellen. Das ist jetzt der Neuseeland-Dollar zum Austral-Dollar. Also, beziehungsweise ich schreibe es einfach mal ganz kurz hier vielleicht rein. So. NZD. NZD USD. Auf Tagesbasis. Daily. So. Und was wir erkennen können, ist, dass durch diese Zinsentscheidung hier jetzt ein ganz wichtiges Niveau unterschritten worden ist. Es ist nämlich das bis dato Jahrestief auch dem Jahr 2018, also aus dem Vorjahr. Und wir haben auch hier die bis dato Jahrestiefs aus dem Jahr 2019 im Neuseeland-Dollar jetzt unterschritten zum US-Dollar. Und machen uns auf dem Weg mehr oder minder in Richtung dann vielleicht auch dieser Tiefs hier aus dem Jahr 2015. Das ist so das übergeordnete Ziel, was man da vielleicht ausgeben kann, was im Bereich um 61, 30 roundabout ungefähr verläuft. Wir gehen jetzt rein markttechnisch gesprochen potenziell in die nächste Progressionsphase. Also wir haben eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs, die können wir hier erkennen. Wir konsolidierten dann über einen relativ langen Zeitraum und sehen eben jetzt durch diese Zinssenkung, durch diese geldpolitische Lockerung, überraschend aggressive geldpolitische Lockerung seitens der neuseeländischen Notenbank, dass wir eben hier signifikante Tiefs nicht nur des Jahres 2019, sondern auch des Jahres 2018 unterschreiten. Erstes potenziell anzuvisierendes Ziel, dieses Zwischentief hier aus dem Januar 2016, also Jahrestief aus dem Jahr 2016, da liegen wir hier im Bereich roundabout 63,50 ist es Pi mal Daumen. Ja, 63,50. Wie gesagt, wenn wir dieses Niveau unterschreiten, dann würde als nächstes Kursziel das Jahrestief aus 2015 aktiviert, verlaufend ungefähr eben um 61, 61,30 Pi mal Daumen. Also das sieht man, das ist ein sehr, sehr signifikanter Bereich. Und wie gesagt, diese Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, die wird jetzt hier mit dem Übergehen und Unterschreiten eben dieser signifikanten Tiefs eben fortgeschrieben. Demnach ist auch aus dieser Perspektive übergeordnet der Vorteil im Neuseeland-Dollar jetzt nicht nur rein fundamental durch diesen Schritt, sondern eben auch technisch ganz klar auf der Short-Seite zu suchen. Ich muss allerdings in dem Zusammenhang sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den US-Dollar jetzt wirklich als Counterpart wählen würde. Also sprich anders formuliert, vom US-Dollar dürfen wir ja eher auch erwarten, dass die USA früher oder später entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten und versuchen eben den Wechselkurs hier auf breiter Front abzuwerten, um sich eben Handelsvorteile zu sichern. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, auf die weiter voranschreitenden Attacken. Eigentlich wollte ich das in einem ganz anderen Zusammenhang hier erwähnen, aber wenn wir gleich zum chinesischen Yuan zu sprechen kommen, aber Donald Trump, der hatte ja bereits am 5. August, also heute ist der 7., das bedeutet bereits am Montag, nachdem die Chinesen erlaubt hatten, dass eben der Yuan unter oder über Dollar Yuan über 7 hat laufen dürfen. Da wurde ja sofort das Label Currency Manipulator, also Währungsmanipulator, eben hier herausgeholt. Das ist übrigens nicht ganz so einfach, ehrlich gesprochen. Also nicht, dass man jetzt päpstlich als der Papst sein sollte, aber ein Land bewusst als Währungsmanipulator und auch nachweislich eigentlich, und das werden wir gleich sehen, schwierig rechtfertigbar als Währungsmanipulator zu bezeichnen. Das ist auch aus handelstechnischer Sicht, glaube ich, nicht ganz so legitim. Also da wurden sogar Stimmen laut, die den IWF, also den Internationalen Währungsfonds, in diesem Zusammenhang auch auf den Plan gerufen haben, um dort vielleicht Herrn Trump mal zur Raison zu rufen. Nicht, dass es den jetzt interessieren würde, wahrscheinlich, aber es sei nur mal darauf hingewiesen, dass es nicht ganz so einfach ein derart dann auch volkswirtschaftlich relevantes Land wie China es nun mal global darstellt, als Währungsmanipulator eben zu brandmarken. Und worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist: Are you listening, Federal Reserve? Ja, this is a major violation, which will greatly weaken China over time. Aber er ist eben auch in diesem Zusammenhang auf die Fed
jetzt wieder losgegangen, um von dieser zu erwarten, dass sie weitere geldpolitische Senkungen auf den Weg bringt. Der Zinsmarkt spielt das bereits. Ich habe hier mal die 10-jährigen Zinsen vorbereitet. Wir erinnern uns dran, zu Beginn der Woche hatte ich gesagt, das war noch nicht das Ende. Hatte in diesem Zusammenhang auch auf den Commitment of Traders Report verwiesen. Den schauen wir uns gleich auch nochmal an. Komm schon, tu mir das jetzt nicht an. So, also und zwar, wir schauen einfach mal für die letzten Monate, das reicht eigentlich völlig aus. Vielleicht mal eine Idee bekommen, wo wir da aktuell uns bewegen. Das Ziel liegt bei roundabout 1,35, glaube ich, 3,6. Das ist das Allzeittief, was da in 10-jährigen Zinsen markiert worden ist. Und das wäre auch das Tief, was eben anzuvisieren ist, eben tatsächlich auf der Unterseite. Markiert damals im Juni 2016. Ich kann da vielleicht auch mal so draufklicken. Dann haben wir dann auch mal die Einstellung, Einordnung, dass wir das hier sehen. Ja, Juni 2016, da sehen wir... da lagen wir mal bei 1,36. Ja, da hat man es gerade gesehen. So, das ist nicht ganz so leicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist das anzuvisierende Ziel. Es ist, darf auch damit gerechnet werden, dass diese Abwertung weiter voranschreitet. Anders formuliert, zinstechnisch ist der US-Dollar vor dem Hintergrund dieser zu erwarten geldpolitischen Lockerung und dergleichen nicht unbedingt der attraktivste Counterpart. Da sind vielleicht exotischere Währungen auf den ersten Blick, aber im Hinblick auf die aktuelle Situation, wie wir sie vorfinden, eben am Markt, attraktiver. Ich werde jetzt diese Charts nicht draufholen, aber Neuseeland-Dollar, japanischer Yen zum Beispiel fällt mir als erstes ein oder auch Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Ich würde wahrscheinlich den japanischen Yen bevorzugen, auch vor dem Hintergrund, dass der kein wesentlich signifikant attraktiveren Carry, aber im Vergleich zum Schweizer Franken schon attraktiveren Carry eben bereithält. Also das ist immer zu berücksichtigen natürlich. Wenn du immer noch eine Hochzinswährung hast, auch wenn wir jetzt nur noch bei einem Leitzins von 1% sind, aber das Zinsdifferenzial zum japanischen Yen ist dennoch negativ, wenn ich japanischen Yen long gegen den Neuseeland-Dollar trade. Und das ist eben zu berücksichtigen, denn das hat natürlich Auswirkungen auf die zu erwartende Rendite eines Trades und muss aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht auch vielleicht mit einbezogen werden, wenn wir uns dort vor Augen führen, dass wir für das Halten einer solchen Short-Position natürlich zahlen müssten. Aber Neuseeland-Dollar, US-Dollar, wie gesagt, rein von der markttechnischen Perspektive, auch von der fundamentalen Orientierung her, auf jeden Fall Short zu sehen. US-Dollar als Counterpart aber nicht ganz so attraktiv, eben durch die Tatsache, dass wir hier weitere Abwertungen sehen dürfen. So, und jetzt hole ich mal kurz den Aussie auf den Schirm. Das ist jetzt, das schreibe ich auch ganz bewusst hier rein, damit es nicht zu Irritationen kommt, AUD, USD, Daily, da können wir sehen, hat ebenfalls neue Jahrestiefs markiert, ist signifikant unter Druck geraten und ich muss mal kurz vielleicht sogar auf den Wochenchart gehen, damit wir auch mal eine Möglichkeit haben, bis ins Jahr 2000 zurückgehend einfach eine Orientierung, bis wo wir hier Abwertung erwarten können. Das könnte durchaus sein, dass wir bis in den Bereich der Übertreibungstiefs damals aus der Finanzkrise jetzt laufen. Das sind Bereiche um roundabout 60 rund laufend. Übertreibungstiefs aus der Finanzkrise, sei noch mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt, damit man eine Einschätzung auch da kommt, wo wir jetzt aktuell uns befinden. Also wir sind wirklich in einem hochfragilen Umfeld. Damals hat es im Australdollar, hat es massive Aufwertungen gegeben über ein langes Zeitfenster, 2005 ganz besonders, eigentlich ein Abplatzen der New Economy Bubble damals, also als der neue Markt kollabierte, da kam es eben zu massiven Kapitalflüssen in den Australdollar und die wurden eben günstig finanziert, besonders über japanische Yen beispielsweise, also es kam zu einem sehr stark ausgeprägten Carry Trade und dieser, der gipfelte hier in Zeiten der Finanzkrise in 2006, beziehungsweise 2008 war es, und als der Kollaps mit Lehman Brothers kam und die Finanzkrise dann mit voller Härte zuschlug, da kam es zu einer Rückabwicklung dieser Carry Trades, die den Australdollar massivst unter Druck gebracht haben. Also damals handelten wir hier fast im Bereich der Parität, die haben wir dann auch erst, haben wir später auch tatsächlich erreicht, das war dann so 2010, und sind dann von diesen Niveaus innerhalb kürzester Zeit eben 40% abgewertet. Nur, dass wir eine Einschätzung haben, wir reden hier von einem, in dem Falle Australdollar, US-Dollar, von einem sogenannten Major Currency Pair. Also das ist ein Währungspaar, welches eine hohe Liquidität hat, welches eine unglaubliche Marktbreite hat. Solche Abwertungen in der Größenordnung, auch wenn die jetzt nicht innerhalb eines Tages dann stattfinden, wie zur SNB, aber von der Auswirkung her kann man das schon ungefähr vergleichen, was für eine Dramatik das eben war. Und diese Tiefs von damals, die rücken halt durch jetzt dort dieses Unterschreiten der Jahrestiefs, durch diese Zinssenkung der Neuseeländer, die dann erwartet wird, auch
überzuschwappen auf Australien und eventuell sogar noch viel dramatischer überschwappt durch eben diese intensiveren Verflechtungen dort aus handelstechnischer Perspektive, Stichwort Hard Commodities, erwartet man vielleicht sogar noch wesentlich aggressivere geldpolitische Lockerungen, die dann eben längerfristig auch erwartet werden sollten, den Australdollar weiter unter Druck zu bringen. Sprich, auch Australdollar sollte short gehandelt werden. Gleiche Argumentation aber auch wie im Neuseeland-Dollar-Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob der US-Dollar dann so der attraktive Counterpart ist. Vielleicht bietet es sich eher an, hier den japanischen Yen als Counterpart zu betrachten. Wir haben auch ergänzend dazu, sollte man vielleicht auch thematisieren, gestern ja zum Beispiel den Euro thematisiert, der erstaunlicherweise stabil sich präsentiert hat, auch am Montag stabil präsentiert hat, wo wir sagten, auch da kann es ja zu einer Rückabwicklung von Carry Trades kommen. Also auch Australdollar gegen den Euro oder umgekehrt Euro gegen den Australdollar, so wird er meistens taxiert, ist ein interessantes Währungspaar in dem Zusammenhang, aber immer auch rückbetrachtend natürlich auf den Carry, der dabei eine Rolle spielt, den negativen Carry, der eben entsprechende Auswirkungen auf die Performance-Erwartung hat. Plus der Euro, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der so ein attraktives Counterpart darstellt. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, da sind wir beim Bund Future, nämlich auch eine ganz interessante Konstellation, die sich da ab heute auftut. Wir sollten immer auch im Blick haben, schon mal jetzt auf die Zinsentscheidung Anfang September seitens der EZB, wo wir geldpolitische Lockerungen erwarten dürfen. Senkung des Leitzinsniveaus in den negativen Bereich, Wiederauflage des QE-Programms. Das sind geldpolitische Lockerungen infolge der jetzt auftretenden Turbulenzen, auch infolge des Handelskonfliktes, die dazu beitragen, dass der Euro nicht unbedingt die attraktivste Währung ist. Also aktuell sehen wir dieses klassische Race to the Bottom und das hat die neuseeländische Notenbank im Grunde genommen auch erkannt und demnach eventuell auch mit Aussicht darauf jetzt schon bereits agiert. Die schwächste Währung gewinnt im aktuellen Umfeld und in diesem Zusammenhang sei eben dann jetzt auch vielleicht mal die Brücke geschlagen rüber zum Dollar Yuan und den sehr interessanten Konstellationen, die wir dort eben vorfinden. Ich bin darauf eingegangen in einer technischen Betrachtung, die ich für heute, nee, technisch fundamentalen Betrachtung eher, die ich da geschrieben habe, weil ich gestern über diesen Gedanken gestolpert bin, dass eben dieses Labeln als Währungsmanipulator der chinesischen Regierung bzw. der chinesischen Notenbank nur schwer tatsächlich anzuhaften ist. Nicht, dass es da Maßnahmen gibt, die ergriffen werden sicherlich seitens der Chinesen, um sich jetzt diese negativen Effekte, die diese Importzölle auf die chinesische Exportwirtschaft haben, dass die jetzt in irgendeiner Form Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen. Aber die Chinesen haben ganz klar auch offen kommuniziert, sie haben nicht vor, irgendwelche Abwertung ihrer Währung infolgedessen auf den Weg zu bringen. Klar, das haben sie auch 2015 gesagt und kurze Zeit später gab es eine massive Abwertung. Aber Fakt ist einfach mal, und da kommen wir nämlich jetzt zu diesen Betrachtungen, die machen es nicht ganz so leicht. Währungsmanipulation, davon würde ich sprechen, wenn ich mir den Euro betrachte. Das sage ich ganz offen. Also ich sehe den Euro manipuliert durch die EZB. Abwertung des Euro auch durch QE, Manipulation der Zinsmärkte. Nehmen wir in dem Zusammenhang einfach mal, ohne jetzt die Grafiken dazu zu holen, aber wir könnten sie uns zügig holen, über Trading Economics beispielsweise. Wenn ich ein Land habe wie Italien mit einer Jugendarbeitslosenquote bei über 20%, das sind die 18- bis 25-Jährigen, die in diese Statistik fallen, bei deutlich über 20%. Und da sind wir mittlerweile wahrscheinlich auch schon im manipulativen Bereich, weil wir da zeitweise sogar 2012, 2013 Quoten über 40% sogar hatten. Diese Länder, die haben einen 10-Jahres-Zins, der roundabout etwa bei 2,5% liegt ungefähr. Das ist kaum zu rechtfertigen und nur deswegen möglich, weil die EZB zum Beispiel aggressiv Anleihen aus der südeuropäischen Peripherie, Querstrich aus Italien, eben aufkauft und den Zins dort manipuliert und dafür sorgt, dass diese Länder weiter solvent bleiben, obwohl sie es eigentlich per se in einem sich frei bewegenden Markt nicht wären. Das ist in meinen Augen, nach meiner Definition, eine Währungsmanipulation. China ist in dem Zusammenhang ein Sonderfall, und zwar ein ganz dramatischer Sonderfall. Und da verweise ich jetzt mal hier drauf auf eine Betrachtung, wie gesagt, von diesem Asset Manager aus Finnland, ein recht großes, auch börsennotiertes Unternehmen. Also das ist nicht irgendwie eine kleine Pommesbude, sondern wir reden hier wirklich von einem sehr, sehr seriösen Finanzdienstleister. Und die haben einen sehr, sehr patenten FX-Strategen, dem ich auch bei Twitter folge und die Betrachtung, die ich mir sehr, sehr gerne durchlese, weil die auch sehr fundiert sind. Und er hat hier gestern Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, wir haben ein Modell, nach dem wir eben uns anschauen, wo liegt
liegt aktuell jetzt eigentlich der Dollar Yuan fix? Also das heißt, wo legen die den Wechselkurs eigentlich fest? Und wenn man die letzten 2 Jahre alleine betrachtet, dann sehen wir, dass wir im Großen und Ganzen eigentlich festzuhalten haben, dass der chinesische Yuan von der chinesischen Regierung ganz bewusst eigentlich stärker fixiert wurde, als das am freien Markt, ausgehend von der konjunkturellen Situation, so wie sich in China darstellt, eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre. Das zeigt sich über diese Grafik. Wir wollen da nicht zu sehr in die Details gehen, die mache ich auch gleich mal zu. Diese Grafik, die ist dann schon ein bisschen interessanter. Die fasst nämlich zusammen, wie wir dann in diesem Zusammenhang eigentlich jetzt im Zusammenhang mit dem Dollar-Yuan weiter agieren sollten, was wir erwarten sollten und was dann auch potenzielle Auswirkungen hat auf eben sicherlich die Entwicklung rund um den Handelskonflikt und die Equity-Märkte. Erstens ist es so, dass dieses potenzielle Deckeln um 7 eben tatsächlich seitens der PBOC, das heißt also hier diesen Fix immer niedriger anzusetzen und damit im Grunde genommen dann dem Markt oder dem Yuan nicht zu gestehen, so weit abzuwerten, dass wir über diese 7er Marke switchen und das über 2 Jahre jetzt mindestens, das deutet darauf hin, dass man sich einfach hier seitens der PBOC nicht dazu entschieden hat, den Yuan zu schwächen, sondern dass man einfach den Markt machen lässt, in Anführungsstrichen. Also das heißt, man beugt sich den Markt Kräften an dieser Stelle. Man tritt einfach dann als Interventionist aus dem Weg und sagt, in Ordnung, dann muss der Yuan eben abwerten. Dann lassen wir den Markt jetzt einfach machen. Das ist allerdings keine Marktmanipulation, sondern das ist der Markt, der dafür dann entsprechend ausgehend von entsprechenden fundamentalen Berechnungen und dergleichen zu dem Schluss kommt, dass der Yuan eigentlich schwächer notieren müsste zum US-Dollar. Demnach kann man eigentlich wenig den Chinesen, auch wenn es natürlich denen zugute kommt, aber den kann man nicht wirklich das Label aufkleben, wonach man sagt, die Chinesen sind jetzt schuld daran, dass der Yuan abwertet, sondern sie treten einfach nur als Manipulator, eigentlich aber in die gegengesetzte Richtung, treten sie aus dem Weg und lassen sie den Markt im übertragenen Sinne machen. In diesem Zusammenhang ist es so, dass man davon ausgehen darf, dass, dann kommen wir gleich eigentlich zum 6. Schritt hier ganz unten, dass der Dollar-Yuan auch weiter abwerten dürfte. Das ist ganz besonders dann der Fall, wenn infolge dieser jetzt zu erwartenden konstanten Stabilisierung oberhalb von 7, die stattfindet, und das können wir ja hier im Dollar-Yuan-Wechselkurs sehen, dass wir dann in diesem Zusammenhang erwarten sollten, dass weitere Attacken, besonders seitens der Trump-Administration, folgen. Also Währungsmanipulation, dafür war eigentlich dieser Verweis hier zu Beginn mit diesem Tweet von Donald Trump von Montag bereits eigentlich gedacht, dass man diese aggressive Rhetorik, die da gewählt wird, sich immer eher ins Gedächtnis ruft. Und das wird ein Thema bleiben, konstant, und wird uns mit begleiten. Und jederzeit muss man, und das hat Trump in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, damit rechnen, dass erneute Attacken hier aus dieser Handelsperspektive folgen. Desto aggressiver Trump hier auftritt in Bezug auf Importzölle, desto weniger wird die People's Bank of China motiviert sein, in irgendeiner Form das Wechselkursverhältnis Dollar-Yuan wieder unter das 7er-Level zu drücken oder drücken zu lassen, und desto eher wird sich dieses Momentum oder dieser Breakout auf der Oberseite im Dollar-Yuan als in Anführungsstrichen Real Deal herauskristallisieren. Heißt anders formuliert, Dollar-Yuan ist aus dieser Perspektive ganz klar von der Long-Seite zu betrachten, mit einem übergeordneten Ziel, realistisch im Bereich um 7,30. Je nachdem, wie dramatisch der Handelskonflikt eskaliert, natürlich auch mit weiterem Aufwärtspotenzial, was natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat auf den Austral-Dollar. Durch die Verflechtung China-Australien, dass man in dem Zusammenhang auch für den Austral-Dollar weiteres Abwärtspotenzial sehen sollte. Genau das gleiche Neuseeland-Dollar, wie gerade initial schon gesagt. Und sei in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal kurz darauf verwiesen, falls man jetzt über solch eine Berichterstattung stolpert, das war sowieso etwas, was man hat beobachten können, ja auch in Zeiten von Turbulenzen, die in der jüngeren Vergangenheit in China schon aufgetreten sind, 2015 zum Beispiel, im August war es damals. Es wird ja immer gerne das Argument gebracht, dass China hier das ist eine dramatische Formulierung, ehrlich gesagt geht sie mir nur schwer über die Lippen, aber quasi Massenvernichtungswaffe besitzt mit ihrem Riesenportfolio an US-Staatsanleihen, was sie eben hält. Und dass, wenn sie diese verkaufen würde, potenziell dazu beitragen könnte, dass durch den zu erwartenden Spike in Zinsen, dass dann eben, also in 10-jährigen US-Zinsen beispielsweise, nur um jetzt mal diesen Zins heranzuziehen, dass man in dem Zusammenhang erwarten sollte, dass es eben dann zu einer quasi Insolvenz der USA kommen könnte. Ja. Interessanterweise lässt sich der Gedanke nicht ganz so festhalten, denn tatsächlich zeigen sehr viele Aufzeichnungen, unter anderem auch diese hier, wie gesagt, von dieser Investmentbank, vom Vermögensverwalter, ja, die Chinesen haben Bonds aus den USA verkauft, aber nicht, um die USA zu schwächen, sondern ganz im Gegenteil, um das Wechselkursverhältnis, in dem Fall Dollar-Yuan, unterhalb von 7 zu stabilisieren. Und das ist eben so, das fängt sich hier in diesem Absatz 4 ein,
China sells treasuries, also China verkauft Staatsanleihen und somit US-Dollar, when the upside pressure on Dollar Yuan is strong. Also das heißt, wenn der Druck nach oben zu stark wurde. Das heißt also, wenn das Risiko bestand, dass die 7er-Marke überschritten wird, durch zum Beispiel Turbulenzen am chinesischen Finanzplatz. The market, global economy, hence dictated the dollar and treasury holdings, not the PBOC. Also das heißt, etwas anders formuliert, dann ist es dann aber der Markt, oder auch beziehungsweise die global ökonomischen Zusammenhänge, die eben hier den Dollar, den US-Dollar, das wächst in den Kurs des US-Dollars oder eben auch die Treasury Holdings, die Staatsanleihen und die entsprechenden Bestände, ja, einer Volkswirtschaft, die diese eben dann hält, die werden eben entsprechend darüber bestimmt. Und es ist eben nicht die PBOC. Das heißt also, dieses kontinuierliche, aggressive, jetzt China als Währungsmanipulator labeln, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das differenziert betrachtet. Aber es ist natürlich eine ganz wichtige Message, die gesendet wird in Bezug auf Donald Trump. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, und auch die Trump-Administration generell, er hat es mit der Wahrheit dann manchmal nicht ganz so. Und auch mit den volkswirtschaftlich ganz besonders zusammenhängen. Da sind dann manchmal so ein paar interessante Rückschlüsse, die gezogen werden, die schwierig nachvollziehbar sind, so sagen wir es mal. Bedeutet etwas anders. Wenn der einfach nur sieht, dass Dollar-Yuan weiter abwertet, von mir aus auch durch den Markt getrieben, wird er es immer den Chinesen anhaften, weil sich das einfach macht und dann auch seiner Wählerschaft potenziell mit Ausblick auf die Wahl 2020 einfach verkaufen lässt. Das lässt uns natürlich jetzt Rückschlüsse zu auf den Equity-Markt und einen Blick werfen auf vier Aktien. Da sehen wir, dass sich das Bild zu gestern nicht groß verändert hat. Nichtsdestotrotz, man sollte weiterhin, und das können wir relativ kurz dann eigentlich zusammenfassen, man sollte weiterhin mit Long-Engagements sehr vorsichtig sein. Ich persönlich bin weiterhin verhalten long kurzfristig, weil ich weiterhin, und das deutet darauf hin, auch die Price Action von gestern deutet darauf hin, nach unten ist so ein bisschen die Luft zunächst raus und Gegenbewegungen sind einzukalkulieren, auch aus rein technischer Perspektive, weil Short-Engagements, Chance-Risiko-Verhältnis technisch hier unattraktiver scheinen. Nichtsdestotrotz würde ich mich weiterhin vorsehen, das aggressiv long zu traden, sondern eher aktiv, defensiv und mit einem entsprechenden versehenen Trailing Stop, also das heißt den Stop aggressiv nachziehend auf den untergeordneten Zeitebenen. Schlüsselniveau in dem Bereich, das kann man hier auch sehen, finde ich ganz gut eigentlich, Schlüsselniveau auf der Unterseite wohl der Bereich um roundabout 11.550 Punkte aktuell liegend, also hier, das ist eine Region auch im Tiefst, die gestern ausgebildet wurde, sollten wir dieses Level unterschreiten, wären weitere Abschläge denkbar, die uns dann in Richtung dieser Übertreibungstiefs aus der Nacht führen, 330, 350 ungefähr, sollten wir diesen Bereich unterschreiten, dann sieht man hier im Daily, liegt das nächste Ziel im Bereich um 11.250 Punkte, soweit auf der Unterseite. Derzeit sieht es aber danach aus, als wenn wir den Bereich halten könnten. Interessant wird es jetzt eher, wenn wir es schaffen, hier uns über 11.650 Punkte zurück zu bewegen. So ein kleines Zwischentief, oder Zwischenhoch, so muss man es nennen, was da gestern ausgebildet wurde. Sollte das gelingen, sind weitere Aufschläge bis zunächst in Richtung der gestrigen Hochs denkbar, 11.750, und dann darüber auch weitere Aufschläge, die uns führen können, zunächst einmal zumindest bis in den Bereich um 11.800 Punkte, Pi mal Daumen. Das ist so der erste Bereich, den ich anvisieren würde, 800. Das ist auch der Bereich um die Hochs von Montag. Und wenn es gelingt, diesen Bereich zurückzuerobern, sind sogar Rückläufe bis in den Bereich um 12.000 denkbar. Nichtsdestotrotz bleibt es so, dass alles, was jetzt hier unterhalb von den aktuellen Jahreshochs stattfindet, erstmal nur als regressiv bezeichnet werden sollte. Also eine Gegenbewegung, die dann rein technisch denkbar ist, aber wo wir noch lange nicht eben das Abwärtspotenzial ausgeschöpft haben, sondern weiter auch zeitnah schärfere Abschläge denkbar werden, jederzeit denkbar werden, infolge eben neuerer Eskalation, rhetorischer Eskalation in Bezug auf den Handelskonflikt. Und wie gesagt, da ist der Blick auf das Wechselkursverhältnis Dollar-Yuan auf jeden Fall jederzeit essentiell wichtig. So, dann final möchte ich das Ganze hier beschließen mit einem Blick auf einen sicherlich sehr, sehr exotischen Bereich, wenn wir so auf die CFDs schauen, und zwar den Bund Future. Da gibt es jetzt eine sehr interessante Konstellation, die schwierig anmutet, handelbar. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht ganz rein von der technischen Perspektive hin überzeugt, ob das so eine gute Idee wäre. Es gibt ein saisonales Muster, welches sich im Bund Future hier abzeichnet.
Und zwar zwischen dem 7.8. bis zum 20.8. mit einer Trefferquote von etwa 76%. Also die letzte Zahl, die 21, ist die Anzahl der Jahre, die wir uns hier betrachten. Das sind 21. 16 Jahre davon, also rund 76% der Fälle, hat es in diesem Fenster Aufschläge im Bund Future gegeben. Und das Payoff Ratio, das betrug dann hier an der Stelle, ich schreibe das mal dahinter, Ticks, das ist die Einheit, mit der da der Bund Future gerechnet wird oder beziehungsweise wie gezählt wird in Ticks. Das Verhältnis lag bei 152 Ticks im durchschnittlichen Gewinn zu 76 durchschnittlich Verlust, während der maximale Drawdown, maximale Loss bei 219 lag. Also das heißt, sowohl der maximale Verlust als auch der maximale Drawdown dieses Fensters lag eben bei 219 Ticks. Das, was in dem Setup nicht attraktiv ist mit Sicherheit die Tatsache, dass wir so unglaublich stark nach oben schon bereits gelaufen sind. Was an dem Fenster oder generell an diesem saisonalen Muster allerdings meines Erachtens nach attraktiv ist, ist der Umstand, dass wir uns in einem Umfeld befinden, in dem wir zum einen eher weiter Risikoaversion sehen sollten. Risikoaversion infolge globalpolitischer Spannungen, ganz besonders zwischen den USA und China. Und dass natürlich dann sichere Häfen wie der deutsche Bund Future ein klassisch anzusteuerndes Asset ist, ein Markt, der eben nachgefragt wird, was das Abwärtspotenzial auf jeden Fall einmal eben reduziert. Und dann haben wir natürlich noch die Aussicht auf eine entsprechend expansiv auftretende EZB. Diese EZB, die dann Anfang September eben mit wahrscheinlich einer Zinssenkung aufwarten wird, die mit einer Neuauflage des QE-Programms aufwarten wird, was alles positiv für den Bund Future eben tatsächlich ist. Aus der Perspektive kann man eine kleine Verhalten-Long-Position, glaube ich, im Bund Future durchaus rechtfertigen, trotz der technisch nicht sauberen und nicht besonders attraktiven Konstellation, weil wir sind hier definitiv sehr tief in den sogenannten Wirkungsbereich übergegangen und sehen einfach mal eine sehr starke Überdehnung auf der Oberseite. Allerdings, da hält man es dann eben auch wahrscheinlich mit Charakteren wie John Maynard Keynes. Der Markt, der kann so lange irrational verharren, oder wesentlich länger, als es der Trader, Investor schafft, liquide zu bleiben. Vor diesem Hintergrund, dieser Trend, der sollte sich wahrscheinlich eher fortsetzen und das Zinsniveau weiter in den negativen Bereich eben drücken. Auch mit Ausblick einer sich dann wesentlich expansiv präsentierenden, zeitnah präsentierenden Fed. Da sind wir eben in diesem globalen Handelskonflikt, von der dann gegangen werden sollte, dass das überschwappt auf die EZB, die natürlich auch ihre Interessen durchsetzt und entsprechend versucht, das Wechsel, den Kurs des Euros auf breiter Front scharf abzuwerten. Also das aus der Perspektive sicherlich eine ganz interessante Betrachtung. Wenn man es nicht tradet, beobachten ist es auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall wert. Und ja, soweit wäre es das zunächst einmal meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Information Overboost geliefert. Sollten irgendwelche Fragen aufkommen, schickt die gerne beispielsweise an Elena, die sie mir dann weiterleitet. Ich würde sie beantworten und dann wäre die Möglichkeit gegeben, da diese zu beantworten. Wenn nicht, dann legt euch die einfach zurück für morgen. 8:30 Uhr sind wir dann wieder hier. Ich schaue jetzt übrigens ganz kurz mal kurz, ob noch eine Frage aufgekommen ist. Nee, hab jetzt hier keine Frage. Hier auch nicht. Ja, perfekt. Dann wäre es erstmal das soweit meinerseits gewesen. Ja, wir hören uns morgen wieder. 8:30 Uhr. Ich freue mich drauf. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und soweit war es das meinerseits. Also habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.